Momente ist für mich Beheimatung für Menschen, die sich nicht ausgesucht haben, dass sie krank sind. Für sie bemühen wir uns, auf 4 Standorten im Burgenland einen sicheren Platz zu bieten, wo sie wie Menschen behandelt werden und wo sie sich stabilisieren können und zur Ruhe kommen können. Hallo, ich bin der René. Ich habe eine psychische Erkrankung und ich bin froh, dass es Momente gibt, wo die Leute sich sammeln können. Der geordnete Tagesablauf ist mir das Wichtigste. Die Kollegen sind sehr lieb und unterstützen einen auch. Manchmal bin ich Sturbock, aber der Sturbock macht alles. Besser wie zu Hause. Wenn die Familie gestorben sind, hier, jetzt bin ich immer da. Da habe ich ein Bild gemalt, habt ihr gesehen? Promente Burgenland besteht mittlerweile aus 4 Standorten. Unser Ziel ist es, die Leute wieder auch fit zu machen, dass sie alleine wohnen können. Und dann gibt es die nächste Stufe, wenn sie aus dem Wohnhaus hinauskommen, in das betreute Einzelwohnen. Das bieten wir auch auf allen 4 Standorten aus, wo die Klienten alleine wohnen können und von unseren Mitarbeitern betreut werden und auch in das Tageszentrum kommen können, wenn sie das möchten. Das ist immer meine Leidenschaft, eigentlich das Segeln oder Boote basteln und das tue ich auch wieder rummen unten, was die Zeit aufgenommen hat. Also mir geht es eigentlich relativ gut. Auf jeden Fall schaue ich, dass ich 3 bis 4 Wochen Segeln gehe im Jahr. Das ist für mich ganz wichtig. Also ein Bekannter hat mir erzählt, dass es da was gibt in Zundorf Friedrichshof. Ja, ich bin hergekommen, schnuppern. Durch den Schnuppern ist Praktikum ausgekommen. Seitdem mit den Zeichnungen angefangen. Ja, und seitdem sind mehr als 5.500 Zeichnungen. So einen Wetterhahn habe ich auch gemacht. Was mir taugt bei Promente ist, dass man gleich von Anfang an das Gefühl hat, okay, da fühlt man sich wohl. Egal welche Krankheit das ist. Ich kann von mir sagen, auch wenn ich trotz meiner Depressionen, ich habe bisher keinen Tag bereut, seitdem ich da bin. Also die Kellerstöckel sind Zimmer und Promente Burgenland hat sich gedacht, alte Kellerstöckel neu zu renovieren und das dann den Gästen zur Verfügung zu stellen. Also der Sinn und Zweck ist, das Kellerstöckel ist also mal herzukommen und Urlaub zu machen. Ich bin zuständig, dass alles rund läuft, also das Housekeeping, Gartenpflege und dass es immer schön hergerichtet ist. Tagesstruktur ist so etwas wie eine Beschäftigung, weil wir ja sehr schwer psychisch kranke Menschen betreuen und die am regulären Arbeitsmarkt meistens keine Chance haben. Und hier können sie bei uns in einer anderen Form und trotzdem einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen. Sie helfen mit dem Housekeeping. Wir haben an 2 Standorten wie Lackenbach und Kofidisch auch eine Poststelle. Wir sind Postpartner. Auch im Sinne der Inklusion, dass man mit der Bevölkerung draußen leichter in Kontakt kommt. Denn Anti-Stigma-Arbeit ist uns ganz wichtig, um unsere Leute einfach auch zu zeigen, wenn es ihnen gut geht und wenn sie gut eingestellt sind, dass es ganz normale Menschen sind, mit denen man total schöne Momente erleben kann. Wir sind da alle wie eine Familie. Es hilft jeder jeden. Und ich bin glücklich, dass ich da bin. Wenn der Locke da ist, meistens gehe ich mit ihm spazieren. Ich bin hundenah oder generell tiernah. Manche Stimmen sagen, mach Banküberfall, bring die Leute um, heb die Zigaretten von der Straße, geh steig auf. Und manche Stimmen, super kamen, hast das geschafft. Jetzt bist du wieder glücklich, kannst wieder lachen. Was wir noch haben, und da sind wir sehr froh drüber, dass wir unsere Konsiliarärzte haben. Das heißt, dass unsere Ärzte 2-mal im Monat, also jede 2. Woche, vor Ort sind im jeweiligen Haus und unsere Bewohner dort betreuen. Wir reden stundenlang oft über das Problem. Ist ja nicht, es ist eine Krankheit. Und da sprechen wir drüber.
Also ich bin jetzt 20 Jahre lang schon hier in Lackenbach. Ich kann regelmäßig zum Arzt gehen. Die Julia, meine Bezugsbetreuerin, die macht alles für mich. Sie begleiten mich. Sie sind großartig. Und kommt bei jedem Fragen, hallo, du, ich habe ein Problem. Eben, ob das jetzt Stimmen sind oder nicht die Stimmen bei mir zum Beispiel. Und man kann mit einer offen und gerne sprechen, ganz einfach. Ne? Wir wollen sie fit für den Alltag machen, dass sie wieder ein selbstständiges Leben meistern können. Und dabei Freude haben, wieder Lebensfreude empfinden. Was sehr wichtig ist für mich, auch schön, ich habe ja echte Freunde gefunden, was ich nie hatte. Und Promete hat wieder ein Mensch aus mir gemacht. Schön, dass ich nicht mehr allein bin.